Es ist wieder Schnickschnackzeit. Schnickschnackzeit. Und ich bin eine laufende Nase. Das ist wirklich. Ihr hättet ja also wirklich ein Skript schicken müssen, oder was? Ja, ich habe gerade schon wieder alles vergessen. Was soll ich nochmal sagen? Ach, nur Schnickschnack hat gereicht. Aber du hast es ja quasi gesagt. Ja. Ja, und Zeit hinten, ja. Christian ist nicht dabei, also obwohl wir aufgenommen haben, aber die Aufnahme ist total verkackt und jetzt ist er irgendwie bei seinen Eltern oder Blind Date rumknattern, ich habe keine Ahnung. Und deswegen habe ich mir den Mu und den Tim eingeladen. Was heißt eingeladen? Genötigt. Und, ja, genau, genötigt. Und nach einer halben Stunde Bullshit labern sind wir mal dazu gekommen, aufzunehmen. Ich bin immer noch posttot von meinem 24-Stunden-Stream. Daher bin schön, ich dass du gleich Werbung machst. Nö, ist gut. Und ich bin eine laufende Nase. Genau. Und Tims Nase läuft. Das heißt, sie haben die besten Voraussetzungen hier. Hey, Tim. Hey, was denn? Wohin läuft sie denn? Gut. Also, so mit diesem Niveau können wir eigentlich schon wunderbar in das erste Projekt einsteigen. Das ist der Und Powerplays aufnehmen. Psst. Das ist der Typographic Wall-Kalender. Da könnt ihr einfach mal das Video starten, das werde ich nämlich auch machen. Der Typ hatte schon mal so einen Kalender gemacht, der macht einen Kalender aus alten Tasten, so von der Tastatur und Co. Und jetzt stellt man sich vor, okay, so ein Kalender, was muss das sein? Der muss übersichtlich sein, der muss einfach nur übersichtlich sein. Man soll etwas sehen können, man muss erkennen können, wann welcher Tag ist. Und der Typ hat ein geniales System. Und das wird er uns gleich wunderbar definieren oder auch zeigen. Ich gucke immer noch auf seinen Bart. Der Bart ist schön. Ich find ein bisschen zu nah eingestellt, die Kamera. Ja, das kann man. Da hinten rechts seht ihr schon den Kalender im Hintergrund. Das lässt sich schon Böses erahnen. Aber das Tolle ist, er erklärt ja auch, wie er funktioniert. So, das ist also der Kalender. Sieht ja schon übersichtlich genug aus. Denn oben links in der Ecke steht jetzt zum Beispiel drin 2013. Logisch. So. Dahinter steht Januar. Logisch. Dahinter steht dann Tuesday, Wednesday und so weiter und so weiter. Und dann hast du da unten plötzlich den Februar. Und wenn du jetzt rauszoomst, dann erkennst du, wie übersichtlich das sein muss. Ich würde diesem Typen empfehlen, Leertasten zur Unterteilung reinzupacken. Ich glaube, das würde schon helfen. Aber da ist eigentlich nicht mehr viel zu retten. Christian hat gestern gesagt, das ist einfach nur ein Hipster-Kalender und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Ja, das ist schon ziemlich, also ich würde es mir kaufen. Also, ja, ist ein Hipster-Kalender. Ich stelle mir das auch vor, wie, weißt du, morgens 8 Uhr im Büro, 30 Leute total hacke noch, weil es ist halt morgens und so weiter. Und dann stehen sie vor diesem Kalender 4 Stunden lang und versuchen rauszufinden, welcher Tag ist heute eigentlich. Was ist, wenn du auf deinem Kalender was eintragen möchtest? Wieso, du hast doch da genug Tasten. Kannst du die Tasten anmalen? Die Sache ist, ich finde die Idee nicht schlecht, etwas aus diesen Tasten zu bauen. Ich mein, das ist aber jetzt keinen Kalender. Das ist ja nachher ein Poster, was 14 Dollar kostet. Aber trotzdem, es ist halt... Daraus kann man sicher coole Sachen machen. Nur keinen Kalender. Ich finanziert hat das bekommen. Ich finde es halt... Es ist halt so ein nettes Poster vielleicht generell, aber das ernsthaft als Kalender, das ist halt... Also, du erkennst da nichts. Glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt am Montag in mein Webdesign-Büro gehe und meinen Kollegen dieses Ding zeige, dann würden die alle sofort explodieren und sagen, wow, ich brauche so ein Teil. Ja, weil Webdesigner grundsätzlich 80% Hipster sind und damit möchte ich niemanden beleidigen, der jetzt zuguckt. Außer die... Ja, natürlich außer die Hipster. Also mich. Also weil ich Webdesigner bin. Bitch. Ja. Wie gesagt, 14 Dollar lass mal stecken, würde ich sagen. Außer... Irgendjemand von euch findet das ganz geil, aber lass mal. Vielleicht kannst du damit irgendwie einen Upload-Plan entwickeln für deine Let's Plays-Move. Ja, ich male sie einfach mit 3 Strichen an. Für jeden Strich kommt ein Video raus oder sowas. lass mal weiterspringen zum nächsten Projekt. Und das ist die Black Ops Wallet. Und die habe ich jetzt nur für Tim rein. Die war gestern in der Aufnahme, ist nicht drin. Oh Gott! Nur für dich. Und natürlich ist sie finanziert worden. Die läuft noch 5 Tage, aber es ist ja eine Wallet. Und die ist finanziert. Von, oh Gott, mein Handy klingelt. Aber ja, das ist jetzt wichtiger. Es gibt Prioritäten. Die ruft an. Und es ist halt, naja, man kennt das ja. Gummiband, dann einmal ein bisschen Metall und rein die Karten. Ich meine, wie kann man sonst eine Mir gefällt das Movie Maker Intro. Dieses Video da. Sehr schön. Ja, das haben sie 1:1 das Black Ops übernommen. Ja. Black Ops ist bekannt für die Standbilder. Two-Plate-System. Ja, da sind halt so zwei, also
Es sind halt zwei Metalldinger, die du mit einem Gummiband festmachst und dazwischen sind deine Kreditkarten. Und wie soll ich jetzt mein Xbox Live mitnehmen? Das kannst du doch als Karte kaufen. Echt? Ey, denk doch mal nach. Als Rubbelkarte. Echt mal. Cool, dann kann ich zu meinen Freunden gehen und sagen, hey, wollen wir Black Ops spielen? Dann hol ich meine Black Ops Wallet. Da hast du da deine Yu-Gi-Oh! Karten drin oder so. Dann läuft's. Oh, wir müssen aber erst eine Runde rubbeln, vorher können wir nicht spielen. Das war dann dieser Witz. Ich dachte, ich übernehme den diesmal, aber okay. Ach, Mu, das muss man mit Mu Mario Kart spielen. Da hörst du, was in dem Mann alles noch drinsteckt an schlechten Witzen. Ja, ich muss ja immer wieder sagen, dass ich solche Wallets ja toll finde. Ich kenne den Sinn nicht. Ich weiß nicht, wo es praktisch sein soll. Aber ich finde es schön, dass, wenn wir mal irgendwas, dass das schnell geklaut werden kann, dass dann auch alles direkt weg ist. Also das finde ich. Na, da hat doch mal jemand in den Kommentaren gesagt, dass das, ich habe den schon wieder unterbrochen, sehr gut. Da hat doch immer jemand in den Kommentaren gesagt, dass in den USA haben die ja so wenig Kleingeld, die haben ja 1-Dollar-Scheine und so, deswegen ist das nicht so wichtig, wo das Kleingeld hinten ja, kommt. Ja, aber es gibt doch auch bestimmt noch Tankstellen Kleingeld. Und Kiosk und Co., wo du ja wohl nicht mit Karte bezahlen kannst. Aber wenn du dir sowas kaufst, dann bist du sowieso so reich, dass du eh nur mit Dollarscheinen durch die Luft wirbelst. Oder du hast so einen Kalender mit dem noch Penis an der Wand, wie wir gerade gesehen haben. Dann brauchst du auch kein Kleingeld mehr. Die Quizfrage ist ja, Tim, ist diese Wallet besser als Black Ops? Erzählt die dir eine Geschichte? Naja, je nachdem, wenn du dann Perso drin hast, dann theoretisch ja. Ich könnte jetzt einen super lustigen Witz machen und den mache ich jetzt auch. Hey, diese Wallet zu verlieren ist genauso frustrierend wie eine Runde auf... Wie hieß die Map? Ja, scheiße, ne? Scheiße, wie hieß die Map? Nuketown, so! Und damit noch, ja. Man kann mit der Wallet sogar Bier öffnen. Na wunderbar. Weil die Leute, die Black Ops spielen, auch schon Bier trinken dürfen. Oder ich könnte mein iPhone damit halten, damit es nicht umfällt. Und ich kann es als Ständer benutzen. Das ist total faszinierend, was ich mit diesem Ding alles machen kann. Stimmt, die Bilder da unten. Mein Sieht Gott. Aber nicht so aus, als sei das für... Das ist bestimmt jemandem denn aufgefallen, dass man damit ein Bier öffnen kann, weil da halt eine Kante drin ist. Sieht nicht so optimiert dafür aus. Und außerdem möchte ich mal freundlich anmerken, um damit ein Bier zu öffnen, muss ich vorher diese Wallet auseinanderfriemeln, meine ganzen Karten beiseite legen, die Backplate nehmen, das Bier öffnen, dann meine Karten wieder nehmen, die Oberplatte wieder raufpacken und das Gummiband drum. Super praktisch! Würde ich jedes Mal machen. Da trifft der Name Black Ops im Sinne Spezialkommando richtig. So stelle ich mir ein Spezialkommando vor. Wie die da hängen. Super praktisch, wirklich. Super gut. Ich glaube, es gibt irgendwo so Wallet-Collector, die einfach jede Wallet backen und sorgen dafür, dass es einfach alles... Das ist das Traurige. Und sich daraus einen Kalender bauen. Anscheinend. Stimmt, du könntest damit die einzelnen Tasten aus deiner Tastatur auch rauskriegen. So schließt sich der Kreis wieder. Ja, nein. Um das mal so zu definieren. Was soll die eigentlich kosten? Wollen wir noch mal gucken? Ach, nur $30. Black Ops ist nämlich noch das aktuellste auf dem Markt. Als nächstes kommt das Ghosts Wallet. Das ist dann unsichtbar. So, gehen wir mal einen weiter. Kostet trotzdem viel. Leider ja. Zugegebenermaßen zumindest mal was Sinnvolles, und das kommt aus Deutschland, München. Dash Wireless Smart In-Ear Headphones. 2,2 Millionen haben sie schon. 36 Tage läuft das noch, sind also auf einem guten Weg, irgendwie Kickstarter-Rekord aufzubauen. Und was das ist, ist ein Wireless Smart Headphone. Da sind also 1000 kleine Mikrochips drin. Und das Ding ist halt nicht nur ein eigener MP3-Player, es ist ein Fitness-Tracker, es ist ein Activity-Tracker, es ist ein Bluetooth-Headset, wenn du es noch so benutzen willst. Ist halt quasi alles in ein, damit du nicht ein Smartphone, ein Armband, ein Pulsmesser und Co. mittragen musst, weil es misst auch Puls über dein Ohr. Es macht halt all das auf einmal. Das ist fast cool. Das ist sogar ziemlich cool, nur für Leute, die schon Schiss haben, wegen Handy an Ohr Krebs zu bekommen, glaube ich, ist das für den Vollkollaps. Also als ich gerade sah, dass es halt so Wireless-Headphone-Kram ist, wäre ich fast dabei gewesen, aber den ganzen anderen Kram, den brauche ich halt eigentlich nicht. Nein, das ist ja eigentlich jetzt eher für Sportler grundsätzlich gedacht, ne? Weil wie gesagt, Pulsmesser und Sauerstoffmesser und er sagt dir, wie schnell du läufst und so weiter und so weiter. Das ist natürlich für Sportler gedacht. Aber lustigerweise sind diese Fitnessarmbänder ja gerade richtig in Kommen, und lustigerweise kann ich mir vorstellen, dass die Fitnessarmbänder nie kommen, weil direkt sowas in der Art vorher populär wird. Also das ist ja eigentlich gleich ein sonst musst du ein Smartphone mit oder was auch immer, ein MP3-Player mitschleppen, der an deinen Oberarm befestigt ist, und irgendwie noch ein Pulssensor um deine Brust und diesen ganzen Scheiß. Und das wäre natürlich unglaublich praktisch, wenn es halt ordentlich funktioniert.
Ich kann mir vorstellen, dass die Dinger ziemlich leicht rausfallen. Das ist auch meine Sorge gewesen. Neben der Soundqualität und der eigentlichen Qualität der Software halten die. Ich meine, sie sind wasserfest, aber wenn mir so ein Ding im Wasser rausfällt, dann hoffentlich schwimmen sie. Aber ja, das sind ja In-Ears, die sitzen ja eigentlich fest im Ohr. Ich habe auch In-Ears, die alles andere als fest im Ohr sitzen. Echt? Ich habe bisher nie Probleme damit. Ich brauche aber auch immer die größten Nubbels. Bei diesen In-Ears sind ja immer so mehrere Nubbels dabei. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Ich nenne sie Nubbels. Ja, das ist das neueste Wort dafür. Ich glaube, da weiß auch jeder, was ich mit meinen trotzdem. Das ist traurig, oder? Und ich brauche da immer die größten. Und manchmal brauche ich größere und ich habe mir letztens welche von Monster gekauft, die waren nicht groß genug. Naja, ja. Wie nehme ich auch sein. Bedient tut Nico, man... Ja, bitte? Braucht die Nico braucht die größten, das lassen wir einfach mal so stehen. Das kann ich nachvollziehen. Ich wollte noch irgendwie... Bedient tut man die Dinger übrigens links und rechts, haben sie Touchfelder, der linke, glaube ich, war für Musik und der rechte für Activity und Co. Mal gucken, ob das so stimmt, ich scroll mal runter. Wird ja unten erklärt. Genau. Genau, links ist Select Workout, genau, und rechts war Playlist und Volume und so weiter und so weiter. Wie gesagt, also wenn die Qualität gut ist und so weiter von den Dingern generell, dann finde ich, ist es eine richtig geile Idee, gemäß dessen, dass man gerne Sport macht mit Musik. Und diesen ganzen Tracking. Ja, also ich finde es halt cool, dass die Wireless halt sind und Musik und so und halt nur so klein. Sowas suche ich halt eigentlich schon seit einer Ewigkeit. Genau. Also sie haben jetzt nur 4 GB, aber ich finde für Musik reichen 4 GB auch komplett. Ja, man geht ja keine 12 Stunden laufen. Also ich finde das immer lustig, wo Leute damals, kennt doch noch diese uralt MP3-Player ohne Display und Co., oder? Ja. 256 und die, MB? Und die dann am Anfang gesagt, ja, ich brauche mehr Gigabyte. Da hatten die da 4 Gigabyte drauf und dann hängen sie da und suchen ihren Song. Nein. Obwohl, ich habe damals mit einem CD-Player angefangen, der irgendwie 32 MB noch mit drauf hatte. Och, das weiß ich auch noch am Anfang. Und die dann keinen Anti-Schock hatten und immer, wenn es geruckelt hat, ja, toll. Großartig sowas. Toll, ja. Finde ich eine coole Sache. Bin gespannt. Ich habe mir sogar eins gebackt, wie man in Kickstarter Deutsch sagt. $179, also 150 Euro. Ich bin gespannt. Eine API gibt's und SDK gibt es gleich dazu für Entwickler. Das heißt also, man kann auch eigene Apps machen, wenn man Bock hat. Wundervoll. Ja. Tim, kaufen. Ich würde es mir nicht kaufen, aber es ist interessant. $299 und schenk's mir dann. Nein. Ich habe doch gerade was dazu gesagt. Wir springen halt weiter. Pff. Ja. Sehr gut. Schön. Super. Das ist der Scruiser. Mit diesem cool S, welches damals jeder in der Grundschule gemalt hat. Das ist ein motorisierter Scooter. Christian hat gestern dazu gesagt, er fandet immer diese kleinen Business-Scooter, findet er immer total scheiße oder fand er immer scheiße. Ihr kennt die, oder, ich finde dieses Bild am Anfang, das ist der Hipster Deluxe erstmal. oh Gott. Ja, da kommen wir auch irgendwie heute nicht mehr von weg. Das ist eigentlich, wie gesagt, ihr kennt ja diese kleinen Scooter sonst für Businessleute, die so klappbar sind und bla und blub und blub. Das ist die große motorisierte Variante. Hat einen E-Motor drin, kann, glaube ich, 25 km/h fahren, bis zu 35 km Reichweite. Und das ist halt, ja, so ein kleiner Mini-Scooter, sage ich mal ganz blöde. Das sieht aus wie so scheiße aus. Wie so ein Kinderdreirad mit nur 2 Rädern. Sie haben die Räder ein bisschen größer gemacht, was sinnvoll ist, damit du nicht jeden Huggel da irgendwie festhängst und so weiter. Aber ich finde auch, ob das Ding hübsch ist oder nicht, darüber kann man sich ein bisschen streiten. Und die andere Geschichte ist, darf man es in Deutschland eigentlich fahren? Wir haben ja immer so schöne Bürokratie, aber Christian war da voll total angetan, bis ich ihm erzählt habe, dass man $3000 backen muss, um eins zu bekommen. Dreieinhalbtausend. Da war nicht mehr so begeistert. Ich finde dreieinhalbtausend nämlich ein bisschen viel, wenn du bedenkst, dass du ein Elektrofahrrad für 700 Euro bekommst oder so. Kann ich mir fast ein Auto verkaufen. Ja, oder das. Und wieder so ein kleines Ding dafür holen. Ja. Aber dafür kannst du da, wie er hier im Video zeigt, halt, keine Ahnung. Da kaufe ich mir lieber 1000 Tastaturposter als ein so ein Ding. Nein, das tust du nicht. Du kaufst dir lieber diesen Scruiser anstatt 1000. Hör auf zu lügen. Warum lügst du? Weil ich nicht so hipster bin, wie ich dachte. Wirklich? Weil nicht? So ein Ding würde ich mir nicht kaufen. Mein Problem wäre einfach damit, dass ich damit auch in keine, glaube ich, ordentliche Bahn reinkomme. Oder wenn ich im zweiten Stockwerk wohne, muss ich das Ding irgendwie... Ich glaube, es wiegt nämlich, was war das, 30 Kilo knapp. Das ist ein bisschen viel. Was? Naja, ist ein Elektromotor drin und große Reifen. Ja, okay, Reifen und so okay, weiter. Aber wow. Ja. Das ist ein bisschen viel. Also wie gesagt, das ist halt nicht so geil zum Mitnehmen.
Ich meine, es ist nicht so sperrig wie ein Fahrrad, aber mein Gott. Aber es schwerer. Ist sperriger. Nee, ich weiß nicht. Ist ja, aber ein Fahrrad hast du, in die Höhe. Aber ein Fahrrad hast du eine Querstange, wo du es hochnehmen kannst. Ja, das, du kannst ein Fahrrad besser tragen. Naja, okay, jetzt unterscheiden sich die Fahrzeuge nicht nur darin, wie man sie tragen kann, aber trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde Leute eher auslachen, wenn sie das fahren, als wenn sie ein Segway fahren. Ja, irgendwie schon. Segway. Das ist das Segway Schönste. Sieht zumindest irgendwo noch cool aus. Nein. Geht so, aber. Da warst du noch nie in Hamburg und hast diese Segway-Gruppen mit Rentnern und Co. angefahren, wie sie da durch die Hafen-City fahren und einer von diesen Rentnern, no offense, aber meistens weiblich, so mit Mitte 70, da irgendwo mitten in der Hafen-City verzweifelt immer vor- und zurückfährt, weil sie die Balance nicht mehr einkann. Und dann hörst du sie noch von hinten: Rüdiger! Rüdiger! Okay, das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Wir müssen unbedingt mal in Hamburg. Was aufnehmen. Segway-Tour. Rüdiger, ich komm nicht vorwärts. Du musst dich nach vorne lehnen und lehnt sich nach hinten und fährt rückwärts. Rüdiger! Also, das Segway-Gruppen zugucken, das ist Entertainment pur, sag ich dir. Das ist keine große, das ist ja nur Gewichtsverlagerung. Das ist ja nicht mal kompliziert, aber... Dann kommen in Zukunft die Scruiser-Gruppen, wo es die Probleme nicht mehr gibt. Ja, ich würde, wenn ich eine Segway-Gruppe hatte, ich würde die vorher alle Wii Fit erstmal spielen lassen, damit die verstehen, was eine Gewichtsverlagerung ist. Unglaublich, ey. Ja, ich weiß, also ich finde die Grundidee jetzt nicht so doof, aber ich finde das Gerät nicht schön und ich finde es nicht praktisch genug und ich finde es zu teuer. Also wenn ich 5 Jahre alt wäre, würde ich es, glaube ich, total geil finden, aber ich würde es okay, nicht kaufen. Okay, das ist ein Argument. Aber dann will ich was mit einem richtigen Motor haben. Das muss Abgase produzieren. Das muss röhren, muss das. Aber gut, heutzutage, dann packst du halt dein Handy dahinter und machst einen Motorensound. Geht ja alles, ne? Ja. Auf diesem Weg einmal, liebe Leute, mit einem Handy laut Musik hören, ohne da Boxen dran zu haben, ist übrigens assi. Nur an die Leute da draußen. Ich habe übrigens vorgestern zum ersten Mal eine Assi-Palme gesehen. Das war total faszinierend. Das wollte ich irgendwem noch erzählen. Und jetzt stell dir die Assi-Palme auf den auf den Segway vor. Oh, sehr schön. Ja, Tim, hast du noch was zu diesem wunderschönen Gerät zu sagen? Dieser Typ oder diese Firma kommt aus Dresden. Genau, ist eine deutsche Firma, ja. Das heißt, dieser Typ, der da im Video war, lebt wahrscheinlich auch in Deutschland. Ja, aber im Osten. Die Vorstellung, dass irgendein Mensch so aussieht und in Deutschland lebt, macht mich traurig. Können wir weitergehen? Ja, natürlich. Gut. Das ist das Cybermatrix 100. Also das ist doch mal einfach zu erkennen, was das ist. Hiermit kannst du eigene Spiele machen. Scheiß auf Unity, Unreal Engine und Co. Die Bilder, die lassen schon erstes vermuten, wie wunderschön das ist. Selbsterklärend, oder? Der Typ, der ist totaler Redneck. Ich kann mir das Video nicht antun, tut mir leid. Ich kann mir das Video nicht antun. Was hast du denn, Tim? Er filmt außerhalb mit dem Handy, glaube ich. Ich habe Angst, das habe ich. Ich glaube, es ist kein Redneck, ich glaube, es ist ein Hillbilly. Da ist ein gewisser Unterschied noch drin. Ich meine, er kommt aus Montana, also... Ist M.O. Montana? Ich glaube, ne? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich hoffe, das ist einfach nur ein Scherz. Weil, wie er das halt präsentiert und Co. und... Ich meine. Also, ich kenne YouTuber, die machen bessere Videos. Soll was heißen, oder was? Ja. ja. Wunderschön. Du kannst damit dann halt eigene. Ich behaupte übrigens, dass das nicht mal funktioniert. Die ganze Klinik war stolz auf ihn. Die ganze Klinik. Plus seine Freundin, aka Schwester. Also, insofern, ich. Ja. Ich möchte ja immer niemanden so direkt beleidigen mit Ideen und Co. Und jeder soll ja kreativ sein und alles, aber manchmal muss doch irgendjemand im näheren Umfeld sagen, ey, Alter, ist jetzt nicht so geil. Aber was ist eigentlich mit den FAQ-Fragen? Sind das von den Usern selber gestellte Fragen oder? Gleich von Mama. Ich guck mal kurz runter. Soll übrigens $249 aufwärts kosten. Das ist ein total akzeptabler Preis, Unity, den ich dafür nicht bezahlen würde. Und du kannst damit Xbox 360 Spiele machen. Wow. Hey, cool, die aktuellste Konsole. Das, Tim, das ist nicht das Problem dieses Tools. Ich glaube auch nicht, aber trotzdem.
Das Schlimme ist, er sagt, auch wenn es nicht erfolgreich ist, die Kickstarter-Aktion, dann wird er es trotzdem weiter versuchen. Das ist zumindest ehrgeizig. Ich meine, dafür Applaus, yay. Aber ich finde, das ist. Es tut mir leid. Ich habe das Video zu Ende geguckt und man kann ihn dann direkt in die Nasenlöcher gucken. Ja und? Gott, das ist. Nee, das ist nicht schön. Das ist nicht sein Fetisch. Oh Gott. Im Oktober 2015 soll es fertig sein. Ich werde das im Auge behalten und das kritisch betrachten, wenn es dann jemals rauskommt und dann ein Spiel damit bauen. Vielleicht. Oder vier. Oder auch fünf. Und wer 1500 spendet, der kriegt 2019 ein Prototyp der eigenen Cybermatrix-Konsole. Ja. Ich stell mir einfach vor, dass er dir dann tatsächlich was schickt und das ist so ein Paket mit so einem Holzhaufen. Die Frage ist, ist die Cybermatrix besser als die Ouya? Das ist halt die Quizfrage, die man dann stellen muss. Also ich werde Let's Plays davon machen, wenn er mir was zuschickt. Ja, du. Oh Gott. Ja, ich glaube, ein Projekt haben wir noch, was du, glaube ich, vorgeschlagen hast, Tim. Na, richtiges Projekt ist es nicht, aber... Erklär's mal kurz. Los, komm, das ist jetzt okay, mal deine Airtime. Du bist in Kickstarter, schnick schon immer so ruhig. Ja, weil und wenn ich nicht ruhig bin, dann bringe ich den schlechtesten Witz und die ganzen Leute regen sich auf. Finde ich gut. Hat was von meinen eigenen Videos. Okay. Hier hat jemand, der schon zwei Kickstarter-Projekte hatte und beide wurden gebackt mit über, ich weiß nicht wie viel Prozent besser, der wollte seine Geheimnisse, wie man ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt macht, kickstartert, keine Ahnung, wollte die mit der Welt teilen. In einem Buch, welches nicht erfolgreich war. Das ist alles. Das ist eigentlich schon die Ironie an der Geschichte. Da brauchen wir gar nicht so tief reingehen, glaube ich. Aber es war halt wohl nicht Hipster. Vielleicht hätte er ein E-Book draus machen müssen mit oder ein Buch irgendwie aus alten Tastaturen oder so. Wap, wap, wap. Das ist ja auch ein E-Book. Wenn du 14 Dollar Pfund zahlst, dann kriegst du nur das E-Book. Er hat eine App machen müssen. Das ist das Problem. Ja, da drückst du einfach Titel rein für Kickstarter und ein Bild und dann der Rest macht er. Das beweist übrigens auch wieder, dass auf Kickstarter die Idee wichtiger ist als der gute Wille. Oder keine Ahnung. Ja, ich sehe nur seine beiden Projekte, die hatten ja irgendwie auch Sinn. Das waren ja für Kameras und so weiter, Trigger und so weiter, das ist ja gar nicht doof, das waren ja gute Ideen. Das hier war halt eine scheiß Idee. Ja. Weil ich würde mir auch kein Ego-Buch kaufen. So, und komplett sinnfrei, aber was soll's. Aber das ist ja generell so, dass man eher was liefern sollte, als irgendwie zu sagen, hey, ich bin total cool und deswegen wird das jetzt alles was. Also. Ja, ist ja auch gar nicht so verkehrt. Also, du musst die Idee verkaufen können und das muss auch eine gute Idee sein. Das sind also die zwei Sachen, aber ja. Also ich meine, die Idee ist ja gar nicht so schlecht, aber wie er sich da selbst präsentiert von wegen, hey, ich habe total... den Durchblick auf Kickstarter, dann war es klar, dass da so irgendwie sowas nicht nicht wird. Ja. Irgendwie. Ich glaube, das hat irgendwie Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Nee, ich habe es auch nicht verstanden, aber es ist egal. Okay. Das ist sowieso das ganze Kickstarter, dieses ganze Kickstarter-Prinzip, welches ich nicht verstehe. Ich mache einen Kickstarter, das ist super erfolgreich, erfolgreicher als es sein sollte. Ich verkaufe sehr viel, mache viel Profit. Ich mache einfach mal noch einen Kickstarter, damit ich nichts zahlen muss für mein nächstes Projekt. Also es gibt da ein paar, die eigentlich nur Kickstarter-Projekte machen und so weiter, aber ja. Damit man bloß keine Ausgaben hat. Grundsätzlich ist die Plattform aber schön, weil du so halt als Independent-Entwickler oder Ingenieur und so weiter wirklich Ideen nach vorne treiben kannst, gemäß dessen, dass sie gut sind, wie zum Beispiel diese Kopfhörer und so weiter. Also, ne? Oder Spiele, die kein Publisher irgendwie jemals anrühren würde. Also FTL zum Beispiel. Für mich ein wunderschönes Beispiel für ein Kickstarter-Spiel. Glaube ich sogar. Oder wie ihr letztens noch dieses Mittelalter-Spiel, wie es ihr da vorgestellt habt, aber auch nur über Kickstarter, keine Ahnung. Genau, mit der CryEngine und so weiter, was zumindest erstmal gut aussieht. Eben. Und wenn das kein Publisher anrühren will, weil, ja. Weil es nicht Fantasy ist. Wir können dir kein Skyrim, wir können kein Skyrim verkaufen, welches nicht Fantasy Drachen hat. Ja. Dabei, wie gesagt, wenn das Spiel gut ist, voll dabei. Aber gut, es gibt ja immer eine wunderbare Frage und zwar eins dieser Projekte backen, wenn, dann ja, welches und warum?
Ich habe die meisten schon vergessen. Das ist schön. Kannst du wieder durch. Dieses Ding, um Videospieler zu machen. Das würde ich einfach aus Mitleid backen. Ich wusste es. Und du würdest es auf Alt-F4 dann auch noch irgendwie promoten, damit der seine $2,500 bekommt. Ja. Hoffentlich weiß er, dass von den $2,500 auch noch ordentlich Geld an Kickstarter geht, aber was soll's. Also ich würde mir den typografischen Kalender kaufen, einfach um ihn an die Wand zu hängen. Du meinst das ernst, ne? Du meinst das wirklich ernst, ne? Ich finde das echt cool. Ich hasse dich leider. In die Pest. Was bitte, was hast du gesagt? Hast du gerade... Oh Gott. Damit hake ich meine Aussage ab. Nächste Woche gibt es ein Kickstarter-Projekt von mir, Kill the Moo oder sowas. Meine Güte. Ich würde mit den Kopfhörern gehen, einfach weil ich sie von der Idee her cool finde. Du hast die schon gebackt, das zählt nicht. Okay, du Arschloch. Aber schön, dass du mir da direkt einen reinwirkst. Das finde ich gut. Ja, das ist gut. Dann, scheiße, jetzt ist sie außerbegrenzt. Den Scooter würde ich nicht nehmen, weil er zu teuer ist. Ich müsste die Kohle ja auch bezahlen. Scheiße, die anderen Projekte sind halt nicht so gut. The Dirt. Ich glaube, ich würde die Black Ops Wallet nehmen, einfach damit ich am wenigsten bezahle. Doch, ich würde die Black Ops Wallet nehmen, aus dem Prinzip, weil ich darüber dann ein Video machen würde. Das wäre der Grund, warum ich sie backen würde. Ich habe eine Idee, vielleicht hat das nicht mal irgendwas mit dem Spiel zu tun. Nee. Oh, warte. No shit. Ist mir doch egal, das kann ich doch drehen und wetten, wie ich will. Das ist doch, dafür kannst du doch Videos machen. An euch da draußen natürlich auch die Frage, welches dieser Projekte findet ihr in irgendeiner Weise sinnvoll und warum? Alles unten in die Kommentare rein. Und hat irgendjemand von euch noch was Sinnvolles zum Abschluss? Nö. Dass du nichts Sinnvolles hast. Das ist mir schon. Ich weiß schon, warum ich mir 2 eingeladen habe und nicht nur den Mu. Nein. Nicht böse gemeint, Mu. Ich bin noch nie böse auf was du sagst. Ich weiß doch, dass man das nicht ernst nehmen kann. Arschloch. Dass man ihn nicht ernst nehmen kann. Arschloch. Gut. Dass man beide nicht ernst Dankeschön. Nehmen kann. Also wenn ihr die beiden Arschloch. Kerle da hier, Alter 4 Games, ne, und Musician schon abonniert habt, deabonniert sich jetzt. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, Dankeschön, wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Kann damit nicht so übersteuer. Ja, okay. Du machst es wie Christian. Ja, ich klinge jetzt genau wie Christian. Gut. Gut. Du läufst. Ja. Gut, 3, 2, 1. Ach, Mu. Scheiße, man muss das vorher auch mal einteilen. Mu, mach du mal zuerst. Also, und dann. Du weißt doch hier. 3, 2, 1. Ich weiß, aber warum ernst? Ja, okay. Hast du etwa ein Problem damit? Bin bereit! 3, 2, 1. Was? Erst macht er! Soll ich das so zurück? Ey, Nico, ab jetzt, ne? Hier, Nico in Post Pro. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. War das jetzt so eine schwere Kunst? Das war total kompliziert, weil ihr alle seid verwirrend. Gut, und schnell in Videos. Es ist wieder Schnickschnackzeit. Schnickschnackzeit. Und ich. Oh Gott!